Mein Name ist Fabian Friese, ich bin der Pressesprecher der DLRG Ortsgruppe Dienstlagen. Wir befinden uns hier heute an der Feuer- und Rettungswache Dienstlagen, von der Feuerwehr Dienstlagen. Hier hat heute seit den frühen Morgenstunden eine gemeinsame Einsatzübung der Dienstlagener Blaulichtorganisation stattgefunden, wobei 150 Einsatzkräfte mitgewirkt haben. Beteiligt war die Feuerwehr Dienstlagen, das THW Dienstlagen, das THW Wesel, die DRK Kreisbereitschaft Dienstlagen Förde-Hüngse, die DLRG Dienstlagen und die Johanniter Unfallhilfe sowie das Malteser Wesel. Heute so gegliedert, es gab fünf verschiedene Szenarien, die sich an vier Örtlichkeiten abgespielt haben. Aufgrund der hohen Anzahl der Einsatzkräfte haben wir uns dagegen entschieden, alle in ein Szenario zu packen, sodass wirklich auch alle Einsatzkräfte in der Übung aktiv werden konnten und nicht nur ein kleiner Teil und der Rest in Bereitschaft war. Ja, wir haben das ganze Einsatzspektrum eigentlich abgedeckt, welche die verschiedenen Organisationen auch im Ernstfall abdecken. Die Feuerwehr war natürlich damit beschäftigt, dementsprechend Löschmaßnahmen oder halt auch Löschwasserversorgung durchzuführen. Die DLRG hat Personen aus Wassernot gerettet. Die Organisationen, die sich um den Sanitätsdienst kümmern, haben sich dementsprechend um die Versorgung verletzter Personen und auch um die Betreuung verletzter Personen gekümmert. Das technische Hilfswerk hat dabei geholfen, Boote ins Wasser zu bringen, aber auch die Löschwasserversorgung herzustellen. Ziel der heutigen Übung war ganz klar die Zusammenarbeit, die gemeinsame Arbeit der verschiedenen Organisationen. 150 Einsatzkräfte, die heute hier ihren Samstag bei gutem Wetter mit uns verbracht haben, arbeiten rein ehrenamtlich. Das heißt, wir alle bekommen kein Geld dafür. Wir sind ehrenamtliche Einsatzkräfte und stellen unsere Freizeit in den Dienst der Bevölkerung.